بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Im letzten Unterricht haben wir die Sachverhalte, die Thematik und Sachverhalte der Aqidah entsprechend ihrer Priorität und Wichtigkeit oder ihrer Gewichtigkeit eingeteilt in vier Kategorien, die rein logisch gesehen möglich sind und sich eben einfach ergeben können. Und das ist wichtig, um die folgende Frage zu verstehen. Und zwar, welche Form der Adilla taugen für die Aqida und welche nicht? Also diese Frage beantwortet sich durch die vorherige Kategorisierung der Aqaid. Wir haben ja gesagt, die Sachverhalte, die Dogmatik betreffen, davon sind einige gehören zu den Usuluddin. Masail zu den Usuluddin gehören. Usuluddin, das heißt also einfach die Fundamente des Din, also die einen primären Charakter haben, nicht sekundärer Natur sind. Dann haben wir gesagt, gibt es Dinge, Masail, die zu den Usuluddin gehören, aber nichts mit den Glaubensfragen und der Dogmatik zu tun haben. Als Beispiel hatten wir hierfür erwähnt, die Pflicht des Gebets und so weiter. Drittens, Fragen der Dogmatik, die nicht zu den Usuluddin gehören, sondern eher zweitrangig sind und sekundär. Viertens, Masail, Sachverhalte, die sekundär sind, also eben zu den Zweigelementen gehören und auch nicht Fragen der Dogmatik behandeln. Dazu gehören die ganzen subtilen Ahkam des Fiqh und so weiter. Muster können wir sämtliche Ahkam eingliedern oder subsumieren. Und jetzt kommen wir dann zu der Frage zurück, wie müssen die Adilla beschaffen sein? Welche Maßstäbe müssen sie erfüllen? Gibt es da bestimmte Maßstäbe, die sie erfüllen müssen, um basierend auf dieser Adilla eben dogmatische Lehren zu gründen? Die Antwort darauf ist einfach folgende. Grundsätzlich sagen wir einfach, yustadallu ala masail al-aqida bi kulli dalil sahih fi al-sharia. Die Masail der Aqida dürfen untermauert werden mit jedem Delil, der schariatisch als richtig und evident gilt. Das heißt, in Betracht der, also wenn man jetzt von den Sachverhalten der Aqida als eine Gattung spricht, dann ist es grundsätzlich in Ordnung, dass man die Gattung der schariatischen Adilla zur Untermauerung dogmatischer Aussagen benutzt und zur Erstellung von eben oder zur Formulierung von theologischen Thesen. Und grundsätzlich, also wenn man das Ganze jetzt so kategorisch betrachtet, ist es nicht erforderlich, dass jeder einzelne Delil für jede einzelne Mas'ala, für jeden einzelnen Sachverhalt in der Aqida qat'i ist. Das heißt, wenn du dich erinnerst, wir hatten ganz am Anfang,
wo wir mit diesem Akida-Unterricht begonnen hatten, hatten wir die, ich kann dir die Folie sogar mal zeigen, zur Erinnerung auch mal einfach, Auffrischung. So, hier nochmal zu, hier die Maratibul Adilla. Wir hatten gesagt, die Adilla können diese vier, in diese vier Stufen zerlegt werden, dass ein Beleg absolut unanzweifelbar ist, also er ist unanzweifelbar belegt, evident und auch von der Bedeutungsdynamik her eindeutig. Das hatten wir genannt als Qat'iyus Subut und Qat'iyus Dilala. Jedenfalls, wir hatten diese vier Einteilungen gemacht. Also nochmal, ein Beleg ist absolut unanzweifelbar belegt im Sinne yani, der Tradierung und absolut eindeutig, und das hatten wir genannt als Qat'iyus Subut und Qat'iyus Dilala. Das ist die allerhöchste Form, die ein Beleg, ein Delil haben kann. Darüber gibt es nichts. Zweitens, ein Beleg ist zwar absolut unanzweifelbar überliefert oder er ist gesichert, also beispielsweise vom Wortlaut her und so weiter, aber er ist nicht absolut eindeutig. Nicht absolut eindeutig, und das nennt man Qat'iyus Subut wa Dhanniyyu Dilala. Dann kann es auch andersrum sein. Ein Beleg ist präsumptiv belegt, das heißt, wir gehen sehr stark davon aus, dass das Methelen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das tatsächlich gesagt hat, aber man kann das nicht mit 100%iger Gewissheit sagen, aber mit ganz starker Vermutung, 90%, 80%. Aber er ist eindeutig, also von der Bedeutungsdynamik her ist er eindeutig. Der lässt keine, aus dieser Perspektive keine Interpretation zu. Das nennt man Dhanniyyu Thubut und Qat'iyyu Dilala. Und dann haben wir die niedrigste Form, die ein Dalil haben kann. Das bedeutet aber nicht, dass er ungültig oder falsch ist oder nicht tauglich ist, aber er ist also im Vergleich, in Relation zu den vorherigen eben, erfüllt nicht die höchsten Qualitäten, die ein Dalil haben kann. Ein Beleg ist präsumptiv belegt, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und vieldeutig. So. Welches dieser Adilla darf für die Sachverhalte der Aqaid verwendet werden? Wie gesagt, grundsätzlich haben wir gesagt, kategorisch betrachtet, also wenn wir die Kategorie, wenn wir die sämtliche Masail der Aqida als eine Gattung betrachten jetzt, unabhängig von den ganzen subtilen Einzelfragen, einfach mal als eine Gattung betrachtet, und sämtliche, die verschiedensten Formen der schariatischen Adilla mit ihren verschiedenen Abstufungen als Gattung betrachten, also unabhängig jetzt von den Details, dann sagen wir grundsätzlich, jeder richtige, authentische Dalil, jeder Dalil, der sahih ist, richtig ist, darf zur Untermauerung von den Sachverhalten der Aqida genutzt werden. Aber das bedeutet nicht, dass jeder Dalil an sich für jedes einzelne Sachverhalt in Frage kommen kann. Deswegen sagen manche, die fügen dem hinzu, dass sie sagen, kullum bihasab, jeder Dalil seinem Rang entsprechend. Das heißt, es gibt diverse Thematiken der Aqida, und das sind sozusagen die grundlegendsten Fundamente des Din oder der Aqaid, die grundlegendsten Fundamente, die sozusagen die Grundpfeiler des Din, auf die alle anderen Sachverhalte aufbauen, in denen wird ganz sichere und hundertprozentige Gewissheit bei den Adilla vorausgesetzt, wie zum Beispiel, das sind Thematiken, die um die Prophetie handeln oder um die Existenz Allah Ta'alas. Oder sagen wir einfach,
jene Masail, die jene großen Sachverhalte, die in den Bereich des Usuluddin fallen. Also der Grund, warum das hier vorausgesetzt wird, ist nicht, weil es dogmatische Themen sind, Glaubensfragen sind, sondern einfach, weil sie eben eine Art Fundament darstellen, das robust sein muss. Zweitens, was die Frage der Akhbarul Ahad angeht, also der vereinzelten Überlieferungen. Dürfen Akhbarul Ahad in der Aqidah verwendet werden, einzelne Überlieferungen, also Überlieferungen, die nicht mutawatir sind, Überlieferungen, die nicht mutawatir sind. Auch hier gilt zu differenzieren zwischen den vereinzelt überlieferten Überlieferungen. Denn wenn man von den Ahad-Berichten spricht, dann heißt es nicht, dass die Berichte immer eine Abstufung haben, wie es manchmal dargestellt wird. Manche haben auch den Eindruck, wegen des Begriffes vereinzelt überliefert, dass das bedeuten würde, nehmen wir mal an, unter den Ahad verstehen viele sowas. Ein Überlieferer hier, noch ein so groß. Dann in der nächsten Generation oder nächsten Etappe noch eine und dann noch eine und dann hier endet die Überlieferung, bei wem sie auch enden mag. So stellen sich manche die Ahad-Überlieferung vor. Das ist aber nicht korrekt. Es gibt verschiedene Formen des Ahad. Das mag eine davon sein. Es mag eine davon sein und auch die die unsicherste Form des Ahad, das stimmt. Aber die Ahad-Überlieferungen müssen nicht immer so aussehen. Grundsätzlich kennen wir ja die Methalan aus dem Ilm al-Hadith und auch aus dem Usul Fiqh, kennen wir eine gewisse Differenzierung und Abstufung der Ahad-Berichte zueinander. Also es gibt Ahad-Berichte. Erstmal grundsätzlich definieren wir den Ahad damit, dass es jede Überlieferung ist, die nicht die Maßstäbe des Tawatur erfüllt, die Maßstäbe der viellinig überlieferten Berichte nicht erfüllt. Unabhängig davon, wie viele Tradenten jeweils in einer Phase oder Epoche das überliefern. Aber in der Terminologie des Mustalah al-Hadith gibt es trotzdem für verschiedene Szenarien verschiedene Bezeichnungen. Methalan, es gibt in dem Ilm al-Hadith eine Form des Ahad-Berichts, die nennen sie Al-Mashhur. Al-Mashhur. Al-Hadith al-Aziz. Und Al-Hadith Al-Gharib. Das ist so die gängige Einteilung bei den Hadith-Gelehrten und bei den Usul-Gelehrten. Was heißt das alles jetzt? Al-Mashhur bedeutet, dass in keiner Phase der Überlieferung die Anzahl der Tradenten drei Überlieferer unterschreitet. Dass in keiner Phase der Überlieferung die Anzahl von drei Tradenten unterschritten wird. In keiner einzigen Phase. Das heißt, Methalan, nehmen wir mal an, hier machen wir noch eine Tafel auf. Nehmen wir an, wir haben jetzt hier, sagen wir, wir haben vier Phasen der Überlieferung. So viel dürften das ungefähr sein, bis Ahmed, oder im Musnad von Ahmed gibt es auch die sogenannten Thulathiyat, also dass zwischen Ahmed und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam drei Personen sind. Nehmen wir mal sowas.
sagen wir, wir haben drei Personen zwischen dem Isnad von Ahmed und dem Isnad und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, hier fangen wir rechts an, am Arabisch fangen wir rechts an. So, das ist sozusagen das Ende des Isnads. Hier wäre dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Das ist die, müsste dann die Phase davor sein, eine. Dann haben wir hier noch eine Phase und wir haben ja gesagt, drei Zwischenpersonen. So, dann hätten wir, das wäre die dritte Phase. Und dann hier hinten haben wir Masalan, machen wir das mal groß zur Unterscheidung. Machen wir das auch groß. Machen wir das sogar größer. So. Jeder dieser Kreise, der mittleren Kreise, stellt also jetzt eine Phase des Isnad. Normalerweise zählt ja Ahmed auch dazu für die, die nach ihm kommen, aber wir wollen jetzt hier mal pausieren und enden und deswegen lassen wir ihn mal raus da. Wenn jetzt, es kann jetzt durchaus vorkommen, dass wir in jeder, hier in diesen, in der ersten Phase nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hier haben wir nochmal, sagen wir, vier Personen insgesamt. Und hier haben wir dann drei. Und hier haben wir vielleicht, sagen wir, hier haben wir wieder fünf oder sechs, ist egal. Jedenfalls, wir gehen mal davon aus, dass dieser Isnad die Bedingungen der vielinigen Überlieferung des Mutawatir nicht erfüllt. Also ist es ein Ahad-Bericht. Wir nennen das ein vereinzelt überlieferter Bericht. Obwohl wir ja hier sehen und feststellen, dass es nicht eine Ein-Mann-Überlieferung ist, einer gibt es an dem anderen weiter und dieser gibt es wieder dem anderen weiter, wie das manchmal auch von Orientalisten dargestellt wird und von Personen, die sich mit dieser Sache nicht auskennen, die den Eindruck vermitteln möchten, die suggerieren, dass die Tradierung des Hadith sowas ist wie Kofferpacken, wie das Spiel Kofferpacken, in dem Personen sich gegenseitig was ins Ohr flüstern, eine Person flüstert einer anderen Person etwas ins Ohr und diese wiederum gibt es dann der nächsten Person weiter und das kann schon ganz anders, das ist nicht Kofferpacken macht man laut, nicht flüstern. Da gibt es ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls, da kann es durchaus passieren, dass das, was der Zweite vom Ersten gehört hat, dem Dritten noch so weitergibt. Aber der Dritte hört das nicht mehr ganz richtig und gibt es dem Vierten dann anders weiter. Und mit immer größer werdenden Abständen kann es sein, dass am Ende was ganz anderes rauskommt. Aber so funktioniert das natürlich nicht. Zumal wir beispielsweise in dieser Form, die wir hier haben, sowas eigentlich ausgeschlossen ist. Bei jedenfalls diesen Isnad oder diesen Bericht, der Ahad ist, würden die Muhaddithun als Mashhur bezeichnen. Er erfüllt nämlich die Voraussetzung des Mashhur, und zwar nirgendwo wird der Isnad unterschritten. Er wird nirgendwo, wo ist das hin? Hier. Die Anzahl der Tradenten unterschreitet niemals drei. Würde das aber auch nur an einer einzigen Stelle passieren, in einer einzigen Phase, zum Beispiel hier, hätten wir jetzt auf einmal nur zwei, dann würde das bereits ausreichen, um die Tradierung 1 herunterzustufen zum Aziz. Und damit kommen wir auch gleich zum Aziz. Al-Aziz bedeutet, das ist jene Ahad-Überlieferung, bei der in keiner Phase des Isnad, der Überlieferung, die
Zahl der Tradenten 2 Tradenten unterschreitet. Das heißt, es sind mindestens immer 2 da, die das überliefern. Das ist auch ein Ahad-Bericht. Und dann haben wir eine Form des Ahad, die bezeichnet man als Gharib. Und das bedeutet, dass irgendwo im Isnad nur eine Person da war. Nur eine Person war da. Nehmen wir beispielsweise hier, nehmen wir mal an, in dieser, nehmen wir diese mittlere Phase hier. So. Hier haben wir jetzt 4 Personen. Und diese Person, und da wir hier in dieser Phase natürlich nur eine Person haben, bedeutet das ja, das muss ja dann bedeuten, dass die Berichte von, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, Abu Bakr, nehmen wir die Khulafa al-Arba'a, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhu. Diese Person, wir haben am Ende hier, wir haben hier einen Bericht, den Ahmed überliefert, und wir sehen, Ahmed überliefert diesen Bericht von ganz vielen Personen. Also Ahmed sagt, so und so hat mir berichtet und so hat mir berichtet, und an anderer Stelle erwähnte eine andere Tradierungskette. Aber wir sehen, all diese Ketten führen immer nur zu dieser Person zurück. Und diese Person wiederum berichtet von diesem Ereignis. Sie berichtet von diesem Ereignis über diese 4, über den Weg dieser 4 Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das nennt man Gharib, und das ist tatsächlich eine sehr schwache, also es ist nicht unbedingt schwach im Sinne von unauthentisch, aber es ist nicht sehr, es ist nicht ganz sicher, solche Berichte sind nicht ganz sicher, weil auch wenn die mittlere Person hier sehr verlässlich und vertrauenswürdig ist, das Problem ist, wenn er irgendwas falsch gemacht hat, auch unvorsätzlich, dann ist es nicht immer einfach, den Fehler zu erkennen. Wenn er sich beispielsweise bei einem Wort geirrt hat und oder beim Sprechen hat er sich versprochen. Es gibt jetzt nur eine Person. Also wir haben keine anderen Referenzen, anhand der wir das Ganze, denen wir das abgleichen können. Das nennen wir Gharib. Tamam? Und wie wir sehen, yani bei den beim Mashhur und Aziz, ist das durchaus möglich, dass man mit einer sehr großen Gewissheit aussagen kann und gelegentlich auch mit 100%iger Gewissheit, auch wenn er nicht mutawatir ist. Auch der Ahad-Bericht kann manchmal zu 100%igen Gewissheit führen, den Umständen nach. Dann hat er eben auch Also er kann dann auch ein Qat'i Dalil sein. Also, die Ahad-Berichte können ebenfalls Gewissheit bringen, manchmal eben nicht. Das heißt, die pauschale Ablehnung von Ahad-Berichten in der Aqida, wie es bei den Scholastikern getan wird, und von Gruppen und Denkrichtungen, die von den scholastischen Methoden angehaucht sind, das ist nicht korrekt. Zweitens, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich Situationen gibt, in denen die Ahad-Berichte
keine hundertprozentige Gewissheit vermitteln können, also unumstößlich und apodiktisch sein können. Selbst in diesem Fall sagen wir, dass das nicht immer problematisch ist, denn wir bedingen das nicht bei allen Angelegenheiten, die irgendwie einen Bezug zur Dogmatik haben. Aber es wird darauf geschaut, was ist denn das für ein Sachverhalt? Ist es der Sachverhalt, um den es sich hier handelt? Stellt er denn eine Art Grundpfeiler der Glaubenslehre dar? Ist er eine Art Grundpfeiler, also ein fundamentales Element? Dann natürlich ist es durchaus korrekt, legitim zu sagen, dass man die Maßstäbe der Adilla hier höher ansetzt. Es gibt aber auch Angelegenheiten, wo diese sekundären Angelegenheiten, wie wir sie vorhin genannt haben, also zwar handelt es sich um dogmatische Themen, Thematiken der Aqida, aber sie haben nicht den Rang der Usuluddin. Dann bedingen wir bei ihnen nicht immer die hundertprozentigen, apodiktischen, unumstößlichen, selbstevidenten Adille. Genauso wie wir das bei den sekundären Fiqh-Masail nicht machen. Yani. Nicht jeder Sachverhalt im Fiqh benötigt einen Delil dieser Natur. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt ist also bei der Definierung der Qualität der Adilla ist nicht die Frage, ob es sich hier um einen dogmatischen Sachverhalt handelt oder um einen praxisbezogenen Sachverhalt, Aqida oder Fiqh, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, dieses Ding selbst, das bestimmt werden soll, was für eine Stellung hat es denn, was für einen Rang hat es selbst innerhalb des Lehrgebäudes des Islams. Ja. طيب. Entsprechend kann man sagen, das, was man hier und da manchmal hört, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'ah in den Aqaid die Akhbarul Ahad nicht akzeptieren, dass es nicht richtig ist. Aber auch umgekehrt die pauschale Aussage, dass die Ahlus Sunnah wal Jama'ah die Akhbarul Ahad in den Aqaid annehmen, ist auch nicht richtig. Das heißt, eine gewisse Differenzierung ist notwendig. Ja. Das ist übrigens eine Sache, die einige der Imamen erwähnt haben, wie der Al-Imam Ibn Abdelbar aus dem Jahr 463 erwähnt einen Konsens diesbezüglich. Ebenfalls Abul Muzaffar al-Sam'ani, al-Shafi'i, erwähnt Gleiches, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim und auch andere. Ja. Der nächste Punkt, der auch einen Zusammenhang dazu hat, oder das nächste Thema ist, der Ijtihad in der Aqida. Der Ijtihad in der Aqida. Ob er zulässig ist oder nicht zulässig. Und wenn wir sagen, dass er zulässig ist, dann hat das ja die Implikation, dass es auch im Bereich der Aqida einen gewissen Toleranzbereich gibt, in dem
die Meinungspluralität geduldet wird und gebilligt wird. Wie im Fiqh. Wie im Fiqh. Wenn wir sagen, in diesem Sachverhalten oder dieses Thema, dieser Sachverhalt gehört den Ijtihad-Themen zu, dann bedeutet das auch, hat es zur Konsequenz, dass man den Khilaf hierin billigt, den die Person, die zum anderen Auffassung gelangt, nicht kritisiert, infern sie denn dazu berechtigt ist, Auffassungen und Thesen aufzustellen, und dass man ihn weder, dass man ihn im religiösen Sinne nicht diffamiert und so weiter, wie man das halt aus dem Fiqh kennt. Und wenn wir sagen, nein, das ist nicht der Fall, in den Sachverhalten der Aqida gibt es kein Ijtihad, dann bedeutet das absolute Ablehnung. Absolute Ablehnung und Intoleranz. Intoleranz, also im Sinne, ich meine das jetzt nicht im negativen Sinne, ich meine das ohne Bewertung jetzt, also dass der Khilaf nicht toleriert werden darf. So, der Khilaf darf nicht toleriert werden und jegliche Abweichung vom Standpunkt des anderen gilt dann als eine zu kritisierende Handlung oder Einstellung, ein Vergehen, und kann Sanktionen in der Akhira zur Folge haben, Bestrafung, hat auf jeden Fall Schande und Kritik in der Dunya zur Folge. Diese Thematiken gibt es natürlich auch im Fiqh, also im Fiqh, oder Dinge, die wir in unserer Sprache dem Fiqh zuordnen, sind auch nicht immer, sind nicht immer Sachverhalte des Ijtihad, auch wenn der Begriff terminologisch immer nur für die Ijtihad-Angelegenheiten benutzt wird. Aber beispielsweise zu glauben, dass das Gebet verpflichtend ist, das ist keine Sache des Ijtihad. Hier gibt es keine Meinungstoleranz und keine Meinungsvielfalt. Dass jemand sagt, nee, das Gebet ist nur Sunna, die 5 Gebete am Tag sind nur meiner Meinung nach nur Sunna. Oder der Hijab der Frau ist keine verbindliche, verpflichtende Handlung. Oder der Niqab ist kein Bestandteil des Islams. Unabhängig davon, wie man, ob das so verpflichtend ist oder Sunna ist, das ist mal abgesehen, aber dass man das negiert, gänzlich negiert. Das alles ist wie, als ob jemand sagt, ich bin der Meinung, dass es im Koran nicht 114, sondern 116 Suren gibt. Das darf natürlich nicht gebilligt werden. Das darf nicht toleriert werden, denn das widerspricht 100% evidenten Fakten, und zwar, dass der Koran nur 114 Suren hat. Und entsprechend gibt es auch in den religiösen Belangen, unabhängig davon, ob das Aqida oder Fiqh-Themen sind, gibt es 100% evidente Sachverhalte, da ist die Abweichung von dem entsprechenden Fakt, das ist keine Meinungsbildung mehr. Das ist, also wenn man von Fakten abweicht, dann handelt es sich nicht um Meinungsbildung. Wenn sie keine Deutung zulassen. Taib. Eigentlich ergibt sich die Antwort auf die Frage des Ijtihad, ob der Ijtihad in der Aqida zulässig ist oder nicht. Diese Frage beantwortet sich eigentlich auch selbst durch die Einteilung, die wir vorhin und im letzten Unterricht erwähnt haben, in Bezug auf die, die Frage beantwortet sich durch die Einteilung, diese 4er-Einteilung, die wir gemacht haben. Das heißt, auch hier ist eine pauschale
Verneinung oder Bejahung nicht möglich. Eine pauschale Bejahung und Verneinung ist falsch zu sagen, die Aqida hat ebenfalls, fällt ebenfalls in den Bereich des Ijtihad, ist falsch, und zu sagen, nichts in der Aqida fällt in den Bereich des Ijtihad, ist ebenfalls falsch. Also entsprechend und abhängig von der Natur der Beweise, auf die die einzelnen dogmatischen Auffassungen und Lehren basieren, abhängig davon beantwortet sich auch die Frage, ob der Ijtihad darin zulässig ist. Wenn du dich erinnerst, haben wir mal gesagt, in Bezug auf den Fiqh, da können wir nochmal zurück auf die Folie gehen, geistig, da haben wir diese vier Abstufungen gehabt. Und wir hatten erwähnt, dass bei der Stufe 1 der Ijtihad definitiv ausgeschlossen ist. Da gibt es kein Ijtihad. Es gibt nämlich keinen plausiblen Grund, die Verbürgtheit des Delil anzufechten, noch gibt es eine Möglichkeit der Interpretation. Also bleibt einem nichts anderes, als dies als einen Fakt anzunehmen, der weiter nicht verändert oder modifiziert werden kann. Wenn die These oder der Sachverhalt der Aqida auf einen derartigen Delil gründet, dann ist der Ijtihad darin nicht möglich. Genauso wie bei Sachverhalten des Fiqh, die auf einen derartigen Delil gründen. Ist dies aber nicht der Fall, erfüllt der Delil, auf den diese These oder die Auffassung, die theologische Auffassung gründet, nicht diese Erforderung des Delil, und das ist der einzige Delil, mal jetzt hypothetisch angenommen, dann natürlich fällt das bedingt durch die Art des Beweises und des Arguments, bedingt dadurch ergibt sich dann auch eine Legitimität des Ijtihad. Tamam? Aber die einzelnen, ich werde dir ein paar Sachverhalte zeigen, yani, um einfach nur mal das Ganze auch mit Beispielen zu untermauern, was für Sachverhalte es denn so gibt, die wir zu den Aqaid zählen würden und die unter den Ahlul Ilm umstritten sind. Tayyib, aber für heute begnügen wir uns hiermit, inshallah. Ja. Wafikum. Dann bis zum nächsten Mal, inshallah. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم